Hallo Mädels und Jungs, ich habe ein paar Anfragen bekommen und zwar, ich soll doch von der Überschwemmung ein Video machen. Das möchte ich nicht, denn die meisten haben schon genug Leid erfahren und ich möchte nicht irgendein Sensationsvideo machen, sondern ich zeige euch einfach, dass heute, Freitag, der Himmel anfängt aufzureißen und die Regenfälle nachgelassen haben. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen und das Beste daran ist, dass das Hochwasser zurückgeht. Das heißt, die Überschwemmungen fließen endlich ab, die Wassermassen, und die leidtragenden Menschen, denen ihre Häuser komplett überschwemmt wurden und deren Hab und Gut vernichtet wurde, können aufatmen und es geht jetzt an die Aufräumarbeiten. Das Gute daran, der österreichische Finanzminister hat eine Zusage getätigt, dass der Katastrophenfonds, der normalerweise eine Deckelung von 349 Millionen Euro hat, dass diese Deckelung aufgehoben wurde und jedem geholfen wird. Das finde ich wirklich einen sehr, sehr guten Zug. Und Hut ab. Regierung hat reagiert. Einen Fehler haben sie ja allerdings gemacht. Es gibt Ortschaften, die keinen Hochwasserschutz bei der Donau haben. Und die sind natürlich in Mitleidenschaft gezogen worden von diesen Überschwemmungen. Und das hätte man schon sich ersparen können. Das heißt, vorher investieren, damit nachher keine Katastrophe ist. Das ist ein Versäumnis, das die österreichische Regierung sich anheften muss. Und ich hoffe, der Hochwasserschutz in den Gemeinden, die noch keinen haben, wird jetzt endlich gemacht. Ja, nebenbei gibt es Radiosender, die natürlich Spendenaktionen aufgerufen haben. Und finde ich eine gute Sache. Natürlich habe ich auch mitgespendet. Und da ich auch beim der Überschwemmung mitgeholfen habe, kann ich heuer sogar meine Benefizfahrt nicht mitmachen. Aber es geht hier einfach um einen guten Zweck.